Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Während ich hier den Weltenboss besiege, wollte ich mit euch einmal über das Thema der Tierlist und vor allen Dingen darüber sprechen, was die besten Builds sein werden für die nächsten Season. Da werden wir uns gleich auch noch ein paar Listen zu angucken, also keine Sorge, wir gucken jetzt hier nicht nur den Weltenboss an. Aber es passt ganz gut, weil es eigentlich auch gut ins Thema passt, welche Builds gut sind und welche Builds nicht gut sind. Da möchte ich mich vorab gerne über eine Sache sprechen, die ich heute extrem oft gefragt wurde und die wir auch kurz im Stream besprochen haben. Und das war die Frage, ey, was sind die besten Builds? S-Tier, D-Tier und welche Builds funktionieren und welche nicht? Und da muss ich ganz klar sagen, dass es in erster Linie darauf ankommt, womit ihr am meisten Spaß habt. Deswegen erstmal ein Appell an alle da draußen, die vielleicht nicht wissen, was sie spielen sollen und sich diese Listen, die wir uns gleich angucken werden, anschauen. Es kommt ganz natürlich darauf an, was ihr am liebsten spielt. Wenn ihr jetzt sagt, ey, ich will einen Pulverisieren-Druiden spielen, wie der Lou das immer macht, dann macht das ruhig. Auch wenn der Pulverisieren-Druide in den D-Tier reingerankt wurde, könnt ihr trotzdem den Druiden spielen mit Pulverisieren. Auch ganz wichtig bei den Listen ist, das ist natürlich keine offizielle Diablo-Liste. Das heißt, das ist alles von einem Menschen oder von ein paar Leuten, die sich zusammengetan haben und das selber für sich aufgeschrieben haben. Deswegen habt ihr auch an verschiedenen Listen verschiedene Builds an verschiedenen Punkten. Hier zum Beispiel ist der Pulverisieren-Build in B-Tier eingerankt auf Max-Roll. Aber wenn ihr zum Beispiel auf D4-Builds reinschaut, dort ist der Pulverisieren-Build in D-Tier. Deswegen macht euch da nicht so ganz verrückt. Eine Sache, die ich euch direkt mit auf den Weg geben möchte, alle Builds, die ihr hier seht, sind gut und können gespielt werden. Keiner von euch oder die wenigsten von euch werden wahrscheinlich in die Grube Stufe 150 und höher gehen oder irgendwie in den Leaderboards extrem krass mitmischen wollen. Deswegen kann man erstmal grundsätzlich sagen, Leute, wenn ihr sagt, ey, ich hab Bock auf einen Meteor Sorcerer, der ist aber nur im B-Tier, soll ich den wirklich spielen? Leute, macht das auf jeden Fall. Spielt da das, was euch am meisten Spaß macht. Das ist viel wichtiger, ob ihr jetzt 1 Million Schaden macht oder 10 Millionen Schaden macht oder eine Milliarde Schaden macht, das ist dann irgendwann auch egal. Wichtig ist, dass ihr Spaß mit diesem Bild habt und dass der Charakter euch Spaß macht. So, und jetzt fangen wir mal an. Hier oben haben wir im S-Tier eigentlich immer die gleichen 4 Builds. Erstmal ist, man kann schon mal klar sagen, dass auf allen Tierlisten, die ihr sehen werdet, der Necro ganz weit oben dominiert. Wir haben einmal den Bone Spirit Necro, wir haben den Minion Necro und den Shadow Minion Necro. Minion vor allen Dingen den Golem Minion, also Necro sehr, sehr stark in der nächsten Season. Das heißt, jeder da draußen, der Necro spielen will, viel Spaß. Der Necro wird richtig, richtig toll rasieren in der Season 4. Und dann haben wir hier ein Werwolf Tornado Druidenbild. Den habe ich selber auch gebaut. Den könnt ihr euch unten in der Videobeschreibung schon mal anschauen. Genauso wie Rapid Fire für den Jäger, den habe ich auch schon gebaut, könnt ihr auch unten sehen. Und auch Landslide, alle drei Builds sind unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr da sehen wollt, was ich da gebaut habe, dann schaue ich das doch gerne mal an. Der Landslide-Druiden-Build, wenn euch der gefällt, den habe ich hier auch schon mal in einem Video vorgestellt, falls das eine kleine Hilfe für euch ist für die nächste Season. Wenn ihr sagt, ey, ich will mit Druiden reinstarten, weiß aber noch nicht, welcher Build. Und Tornado macht mir jetzt nicht so viel Spaß, dann schaut euch auf jeden Fall den Landslide an oder den Pulverisieren Druiden, weil die sind auch gar nicht so schlecht eingerankt hier. Pulverisieren ist in B und Trample Slide auch in B. Das ist noch vollkommen okay. Die Seite hier mit dem Tierlist von Maxwell werde ich euch natürlich auch unten in die Videobeschreibung packen. Wenn ihr selber noch sehen wollt, was ihr morgen spielen sollt in Season 4, könnt ihr hier mal ein bisschen durchforsten. Die könnt ihr hier alle ganz normal an wählen, wenn ihr hier drauf geht, dann kommt ihr direkt in den Bild rein. Ein kleines Manko, das Ganze ist natürlich auf Englisch und alles auch erklärt auf Englisch, aber ihr könnt hier überall genau sehen, was für Items drin sind und was für Aspekte drin sind und auch schon mit dem neuen Härten und Vollenden und Greater Aspects System mit hinterlegt. Also ganz, ganz gut gemacht eigentlich und schon komplett für Season 4 drin. Eine Sache, die ich euch auch unbedingt mal zeigen wollte, ist, dass ihr natürlich auch Builds selber bauen könnt. Also für alle Veteranen da draußen, die vielleicht gar nicht mehr darauf angewiesen sind, sich andere Builds anzugucken, sondern ein bisschen selber herumbauen wollen, können das Ganze hier auf D4 Builds auch selber machen. Dafür geht ihr oben auf Buildplaner,
könnt ihr euch hier eine Charakterklasse aussuchen und dann könnt ihr hier selber ein wenig hin und her gucken, was ihr spielen wollt. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ey, ich will komplett auf die Ur-Unix gehen und nehme deswegen hier auf jeden Fall schon mal Tyraels Macht mit rein, dann könnt ihr das selber alles einstellen, wie ihr wollt. Sagen wir, ihr wollt Tyraels Macht nehmen, dann nehmt ihr das, könnt ihr alles perfekt einstellen mit den Skills, mit den Spirit Boons und natürlich auch den ganzen Stats und könnt ihr hier auch schon mal, das wurde ich auch oft gefragt, ey Lu, gibt es irgendwo eine Liste mit allen Rezepten? Ja, die gibt es. Bei D4 Builds habt ihr die Möglichkeit, hier oben auf die Database zu gehen und hier auf Tempering Manuals. Und hier habt ihr alle möglichen Rezepte, die es in der Season gibt. Wenn ihr sagt, ey, hier das eine oder andere finde ich ganz interessant, das will ich mir schon mal anschauen. Hier könnt ihr schon mal richtig, richtig viel planen, wie ihr das wollt. Ihr könnt hier filtern, wie ihr möchtet. Wenn ihr sagt, ey, ich spiele jetzt Druide, könnt ihr hier schauen, was gibt es hier für den Druiden an Rezepten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob schon alle drin sind, weil es waren ungefähr 260 in dem PTR. Da kann ich euch nicht genau sagen, ob schon alle drin sind. Aber hier habt ihr auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viele Rezepte, die ihr euch anschauen könnt. Dasselbe gilt natürlich für die Unique Items. Die sind hier auch alle mit drin und können sehen, welche es gibt, auch für die verschiedenen Klassen. Und schauen, was die einzelnen Unix machen. Dann auch wieder auf Maxwell, auch bestimmt ganz interessant zu sehen, wo findet man denn diese Unique-Items? Weil wenn ihr euren Bild gebaut habt, dann müsst ihr natürlich auch wissen, ey, wo finde ich die denn? Und da, die Seite schreibe ich euch auch unten in die Videobeschreibung, könnt ihr hier einmal schauen, wo wird denn mein Unique, das was ich brauche, fallen gelassen? Sagen wir mal, ihr braucht zum Beispiel die Klingenplatte, die ja in Season 4 komplett gereworked wird und möchte gerne einen Dornenbild bauen. Da muss ich ja sehen, ey, wo gibt's die? Und dann seht ihr hier, bei Lord Seer auf Weltstufe 4 und die Droprate könnt ihr hier auch sehen. Droprate ist low, bedeutet, wenn ihr 5-6 Mal Lord Seer macht und die Klingenplatte nicht fällt, dann grämt euch nicht. Das liegt daran, dass die Droprate sehr gering ist. Eine Sache noch, weil mir das wirklich sehr wichtig ist, versteift euch hier nicht so auf die Tiers. Ich möchte nochmal sagen, alles was ihr hier seht, ist vollkommen super spielbar. Deswegen achtet wirklich genau darauf, dass euch das Ganze Spaß macht und ihr euch nicht so auf die S und A Tiers versteift. Es kann gut möglich sein, dass ihr mit einem B-Tier viel, viel, viel mehr Spaß habt, als zum Beispiel mit einem Minion-Necro. Das kommt ganz drauf an, was ihr für einen Spielstil habt. Da gibt es massig Videos im Internet, auch teilweise auf meinem Kanal. Wenn ihr da den ein oder anderen Bild mal in Action sehen wollt, dann sucht da einmal und schaut, ob das für euch was ist. Und versteift euch nicht so auf die oberen Tiers. Für mich ist wirklich wichtig, dass ihr viel Spaß habt in der Season 4. Season 4 bringt vieles Neues mit rein, viel Itemization und mit Andariel einen neuen Endboss. Deswegen wünsche ich mir, dass ihr und wir ganz viel Spaß haben und dann auch ganz egal ist, welchen Bild wir haben. Es bringt auch ein bisschen mehr Variety rein, als wenn jetzt jeder hier mit dem Necro rumlaufen würde. Deswegen würde mich das sehr freuen, wenn ihr da jetzt nicht alle nur mit dem S-Tier rumlauft. Ist auch völlig unnötig. Mit A- und B-Tier könnt ihr auch super duper viel Spaß haben. Wenn ihr live dabei sein wollt, ich werde morgen Mittag wahrscheinlich live gehen und mit euch zusammen in Season 4 reinschauen. Wenn ihr da dabei sein wollt, gerne mal Twitch abchecken. Ansonsten, wenn ihr keine Highlights verpassen wollt, gerne den Kanal hier abonnieren. Die nächsten Builds, die ich hier auf dem Kanal vorstellen möchte, sind auf jeden Fall der Rapid Fire Jäger. Der wird richtig krass. Den habe ich auch schon, soweit es geht, vorbereitet. Den werde ich im Eternal quasi nur noch das neue Unique reinpacken und Tyraels Macht, weil das will ich mir auf jeden Fall anschauen, wie das performt. Und den Werwolf Tornado Druide ist der beste S-Tier Druidenbild und da ich ja absolute Druiden-Fan bin, will ich den auf jeden Fall einmal hier auf dem Kanal euch zeigen, wie krass ist der Werwolf Tornado Druide wirklich. Das Video wird auf jeden Fall bald kommen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie gesagt, ein Follow da lassen, würde mich sehr freuen. Ansonsten ein Like auf dem Video lassen und dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Viel Spaß in Season 4. Haut rein.